Glatte Wand- und Deckenflächen sind aktuell gefragter denn je. Denn gucken wir uns mal so alte Raufasern an, die sind auch einfach nicht mehr so hübsch. Also raus damit und neue glatte Wände machen. Aber wie tun wir das vor allem? Und da geht es nicht nur um die Optik, sondern auch um die Gesundheit. Denn wir verbringen 80 bis 90% unserer Zeit in Innenräumen und da werden die Konsequenzen schlechter Raumluft für einige Menschen schnell spürbar. Also lassen wir uns heute Tipps geben, wie wir das richtig anstellen und wie wir nicht nur schöne, glatte und besondere Wände hinbekommen, sondern vor allem gesunde. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich den Experten an meiner Seite, Jens. Hallo. Der uns heute jegliches Fachwissen beibringen wird, was denn die Konsequenzen auch schlechter Raumluft sind. Wenn man schlechter Raumluft ausgesetzt ist, dann kann man Kopfweh bekommen, man kann sogar Asthma bekommen, man kann Unwohlsein verspüren, Allergien können sich ausbilden. Ja, das sind so die Punkte, die so zu nennen wären. Und genau das wollen wir natürlich nicht. Und aus diesem Grund hast du mir heute eine Lösung versprochen in Form von einer Vielzahl von Produkten bzw. eines Systems. Wie sieht das genau aus? Also wir von Grathol haben ein glatte Wandsystem. Das beinhaltet vom Spachtelmasse bis zur Farbe eigentlich alles, um diese glatte Wand herzustellen. Es ist ein wohngesundes System, also die Produkte sind alle geprüft. Das ist genau das, was wir haben wollen und dafür haben wir natürlich eine Baustelle hier vorbereitet. Wo befinden wir uns hier und welche Herausforderungen haben wir heute? Ja, wir stehen hier in einem Wohnzimmer, das modernisiert wird. Wir haben hier alte Raufaser vorher drauf gehabt, die haben wir jetzt entfernt. Und für die glatte Wand ist es natürlich wichtig, dass der Untergrund richtig toll vorbereitet ist. Und da haben wir hier im Vorfeld schon mal die Wand geschliffen und Unebenheiten schon mal vorgespachtelt, um dann im Nachgang hier mit unserem Glatte-Wandsystem richtig anzufangen. Wir haben also die zwei großen Benefits, Gesundheit und Optik, miteinander vereint. Und jetzt gibt uns Jens die Schritt-für-Schritt-Anleitung und wir starten natürlich mit dem Spachteln. Ich spachtle jetzt die Wand. Dazu nehme ich unseren Grathol-Akkordspachtel, unser fertiger Spachtel im Eimer, rühre ihn auf, verdünne mir ihn etwas in der Verarbeitungskonsistenz, nehme meine Glättscheibe und meine Kelle, ziehe die Wand damit auf, rake im Nachgang nochmal mit der Flächenspachtel das Material ab, sodass eine glatte Wand entsteht. Dann werden die Vorarbeiten gemacht für die nächsten Arbeitsschritte. Nun muss die Wand erstmal in der Regel einen Tag stehen, dass die richtig durchgetrocknet ist und dann können wir mit den weiteren Arbeitsschritten beginnen. Die Wand sieht in meinen Augen schon perfekt geglättet aus. Allerdings war hier auch Raufaser vorhanden und es war sehr, sehr uneben, nachdem die entfernt worden ist. Warum haben wir jetzt hier sogar zweimal gespachtelt? Es waren hier größere Stellen drin, die vom Tapetenabmachen kaputt waren. Wir haben hier Streiflichtsituationen, um einfach hier eine höhere Sicherheit haben, wenn tapeziert ist, dass hier keine Wellen drin sind, dass die Wand schön glatt ist. Sehr gut, dann können wir jetzt im Grunde eigentlich direkt weitermachen mit dem Tiefgrund, oder? Nicht ganz. Also wir müssen diese Flächen, auch wenn sie jetzt sauber gespachtelt sind, nochmal mit einem feinen Schleifpapier ein bisschen überschleifen. Da passiert nicht sehr viel, aber es sind immer hier und da mal Materialüberlagerungen oder kleine Verunreinigungen von der Tapete noch mit drin gewesen. Die nehmen wir jetzt gerade weg, schleifen da schnell mal drüber und dann werden wir mit Tiefgrund weiterarbeiten. Großartig, also der Feinschliff ist gemacht. Und jetzt geht es Schritt für Schritt wieder an den Tiefgrund diesmal. Jawohl. Ich grundiere mir jetzt die Wandflächen durch. Dafür nehme ich mir den Grathol-Tiefgrund. Den trage ich mit der Bürste auf. Achte darauf, dass ich nicht zu viel Material auflege, damit keine Glanzstellen entstehen und keine Läuferbildung entsteht. Der Vorteil vom Grathol-Tiefgrund ist, dass er sehr festkörperreich ist, dass er den Untergrund sehr gut egalisiert und mir für die nachfolgende Tapezierung eine sehr lange Offenzeit gibt. Sabrina, ich habe hier die Innovation für dich. Die muss ich dir unbedingt noch zeigen. Ist das auch ein Tiefgrund? Ja, aber kein konventioneller, sondern eine spezielle Formulierung. Ist erstmal im Eimer, kannst direkt aus dem Eimer arbeiten. Der spritzt nicht, du hast eine höhere Flächenleistung, du kannst über Kopf arbeiten und bist deutlich schneller. Und das Ganze mit der Rolle. Und das Ganze mit der Rolle. Jens, jetzt geht's ans Tapezieren. Wie bringen wir das Vlies jetzt auf und vor allem, warum sollten wir auf diesen wichtigen Schritt nicht verzichten? Also wir haben einen fertigen Dispersionskleber, der wird im Wandkleisterverfahren auf die Wand gebracht, also sprich aufgerollt.
werden ein, zwei Baden vorgelegt und dann legen wir das Glattvlies rein. Das Glattvlies hat den Vorteil, dass es anfangs erstmal kontrastreichen Untergrund abdeckt. Und wir haben hier Fasern drin, die uns auch nochmal eine Risssicherheit geben, dass aus dem Untergrund also da keine Risse entstehen. Wir kommen zum Grande Finale. Du hast den Farbtopf schon dabei, denn wir machen jetzt den Anstrich. Sollen wir genau diese Farbe verwenden oder können wir auch eine andere auswählen? Also wir haben hier die Ultra Lux Complete. Die ist im System geprüft, Allergiker geeignet, wohngesund, konservierungsmittelfrei. Sie hat eine maximale Deckkraft, Deckkraftklasse 1, Nassabrieb 1. Ich komme mit 1 Liter 8 Quadratmeter weit mit. Sie ist sehr ergiebig, Streiflicht unempfindlich, hat eine sehr feine Struktur und ich habe eine lange Offenzeit beim Verarbeiten und es ist sogar noch eine Grundierung mit eingebaut. Das System Glatte Wand von Krautol vereint zwei wichtige Dinge miteinander. Gelingsicherheit für alle VerarbeiterInnen und das perfekte Ergebnis, sowohl optisch für eine glatte Wand als auch für die Gesundheit, also gute Raumluftqualität und Schadstoffminimierung. Und das sind Punkte, die für mich im Mittelpunkt stehen. Das bildet am Ende langfristige Wohngesundheit. Und warum sich das Leben schwer machen, wenn man sich einfach ein Expertensystem nach Hause holen kann? Also langweilige Raufaserwände AD. In diesem Sinne, ich mache mich auf den Weg zur nächsten Baustelle, wo wir uns das nächste Projekt vornehmen.